Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Das heutige Thema sind Implantate. Nein, nein, es geht nicht um Brustimplantate, sondern um Zahnimplantate. Die ersetzen deine nicht erhaltungswürdigen oder schon verloren gegangenen Zähne. Doch bevor wir in das Thema eintauchen, möchte ich dich bitten, meinen Kanal zu abonnieren, falls du dies bis dato noch nicht getan haben solltest. Ich rate dir, bis zum Ende des Videos dran zu bleiben, denn zum Schluss gehe ich auf die Kosten für ein Implantat ein. Ich werde dir genau aufschlüsseln, wie sich die Kosten für ein Implantat zusammensetzen. Dir fehlt schon seit längerem ein Zahn und du hast schon oft darüber nachgedacht, die neu entstandene Lücke mit einem Implantat versorgen zu lassen, aber du weißt gar nicht genau, was ein Implantat eigentlich ist? Dann bist du in diesem Video genau richtig. Also, pass auf! Ein Implantat ist eine künstliche Zahnwurzel, die in der Regel schrauben- oder zylinderförmig ist und den Wurzelanteil eines Zahnes ersetzen soll. Dabei spielt es keine Rolle, ob der natürliche Zahn eine oder wie hier in dem Beispielbild mehrere Wurzeln hat. Es muss zum Beispiel für einen verloren gegangenen Backenzahn auch nur ein Implantat gesetzt werden. In das Implantat selber kommt später ein Aufbau drauf, der den oberen Anteil des Zahnes, der im Mund sichtbar ist, ersetzen soll. Zum Schluss kommt dann auf den Aufbau eine Krone drauf. Implantate sind im Durchschnitt zwischen 8 mm und 15 mm lang. Es gibt kürzere, aber auch längere. Implantate bestehen in der Regel aus dem körperverträglichen Metall Titan. Es muss aber vollständigerweise auch erwähnt werden, dass es welche aus Keramik gibt. Implantatgetragener Zahnersatz hat viele Vorteile. Dazu gehören medizinische, funktionelle, ästhetische und phonetische. Patienten empfinden ihn in der Regel auch nicht als Fremdkörper. Er vermittelt einen natürlichen Eindruck. Schon recht bald haben Implantatträger das Gefühl, als würden sie mit ihren eigenen Zähnen kauen, sprechen und lachen können. Kommen wir aber nun zu der am meisten gestellten Frage, und das ist auch, glaube ich, das, was die meisten Leute natürlich interessiert. Wie sieht es denn mit den Kosten für eine Implantatversorgung aus? Naja, prinzipiell unterteilt man die Implantatbehandlung in drei grobe Blöcke. Dazu gehört die Chirurgie, also das Setzen des Implantates, die Implantatfreilegung und die Prothetik, also der Zahnersatz obendrauf. Also bei dem chirurgischen Teil wird natürlich das Implantat gesetzt. Die Kosten, die hier auf dich zukommen, sind natürlich das Implantat selber, also das Material. Da es hier sehr viele Implantathersteller auf dem Markt gibt, variieren die Preise so zwischen 60 Euro und 300 Euro. Dann kommt noch die Arbeitsleistung des Implantologen hinzu mit den ganzen Nachkontrollen. Dann kommen noch die ganzen Verbrauchsmaterialien hinzu, wie zum Beispiel die OP-Materialien, die Nahtmaterialien und natürlich auch die Röntgenbilder. In der Berechnung werden noch weitere Dinge berücksichtigt, wie zum Beispiel eine Risikopauschale. Also wenn zum Beispiel während der Einheilphase das Implantat verloren geht, dann setzt ein Implantologe dir in der Regel kostenfrei ein neues. Andere Implantologen, die berechnen zum Beispiel auch noch die Raummiete zum Teil ein oder die Assistenzen, die sie dafür brauchen. Aber auch die Erfahrung, die der Implantologe sich angeeignet hat über die zahlreichen Fortbildungen, finden natürlich in der Kalkulation ihre Berücksichtigung. Zusammengefasst kann man die Kosten für die Chirurgie auf ca. 1.000 Euro pro Implantat beziffern. In vielen Fällen ist noch ein Knochenaufbau vonnöten. Dabei gibt es sehr große Unterschiede bezüglich des Materials und auch der OP-Technik. Dementsprechend variieren da auch die Preise. Wenn nur ein kleiner Aufbau vonnöten ist, also zum Beispiel bei einem kleinen horizontalen Defizit, dann sprechen wir von Kostenhöhe von 300 bis 450 Euro. Bei umfangreicheren Aufbauten sprechen wir aber auch schon mal von Kosten in Höhe von 1.500 Euro. Ich würde da aber den mittleren Preis bei 600 bis 900 Euro angeben. Kommen wir nun zum zweiten Teil der Implantatbehandlung, die Freilegung. Die meisten Implantate heilen unter der Schleimhaut ein. Dementsprechend wird nach der Einheilzeit dann auch die sogenannte Freilegung durchgeführt. Aber was muss ich mir denn genau darunter vorstellen? In den meisten Fällen wird in die betäubte Schleimhaut ein kleiner Schnitt gesetzt, dann wird die Verschlusskappe des Implantates herausgeschraubt und dann kommt ein sogenannter Gingiva-Former in das Implantat rein und dann wird seitlich wieder zugenäht. Hier kannst du mit Kosten um die 200 Euro rechnen. Der dritte und letzte Teil der Implantatbehandlung ist die Prothetik, also der Zahnersatz, der auf das Implantat kommt. Hier gibt es natürlich viele Möglichkeiten, von einer Krone über eine Brücke, ein Teleskop. Damit das nicht zu unübersichtlich wird, bleiben wir in unserem Beispiel einfach bei einer einzelnen Krone auf einem Implantat. Die Kosten des Prothetikteils setzen sich aus den Laborkosten, dem Zahnarzthonorar und den Materialkosten zusammen. Auch hier variieren die Preise stark. Es kommt darauf an, ob die Krone zum Beispiel aus einer hochästhetischen Keramik gewählt wird oder eine Standardkrone, wo der Unterbau aus Metall ist und außenrum etwas Keramik auf der Krone angebracht wird. Ist der Aufbau, der ins Implantat geschraubt wird, ein Standardaufbau oder wird er individuell für deine Situation im Mund hergestellt? Und auch hierbei könnte das wieder ein Titan sein oder auch eine Keramik. Also das ist schon sehr unterschiedlich. Den Durchschnittspreis würde ich aber mit ca. 1.200 Euro Eigenanteil beziffern. Diese Berechnung soll dir nur eine grobe Orientierung geben.
Dein Implantologe und Zahnarzt wird dir immer einen individuellen Kostenvoranschlag schreiben, wo du dann quasi jegliche Position mit deinem Zahnarzt und Implantologen besprechen kannst. Ich hoffe, ich konnte dir näher bringen, was ein Implantat überhaupt ist und auch etwas aufschlüsseln, wie sie die ganzen Kosten zusammensetzen. Wenn dir gefällt, was ich dir wöchentlich biete, dann gib mir doch einen Daumen hoch oder noch besser, abonniere doch bitte meinen Kanal. Vergiss auch bitte nicht, donnerstags auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Da gibt es das Format Frag Dr. Rastaf. Da versuche ich, all eure Fragen rund um die Zähne zu beantworten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Siyush Rastaf.